Sorry Leute, ich muss mir erstmal fix die Haare machen. Es geht nicht anders. Es ist einfach zu warm für offene Haare. Hallo ihr Lieben. So, das ist das zweite Video, was ich jetzt heute an diesem Tag drehe. Und ich muss mir jetzt die Haare zusammen machen. Es ist einfach zu warm. Es geht nicht. Also es tut mir jetzt leid. Ich mag das immer nicht so mit zu Haaren vor der Kamera. Aber es ist jetzt nicht zu ändern und lassen wir das. Heute soll es auch mal wieder noch zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher geben. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, hat mich leider etwas enttäuscht. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Positives über dieses Buch gehört. Und viele haben gesagt, dass es eine ganz, ganz tolle Geschichte gewesen ist. Und ich habe mir gedacht, ja, kaufst du es dir jetzt endlich und liest diese Geschichte auch. Und ja, ich habe es gelesen. Hardwired, der erste Teil der Hard-Reihe, und es reflektiert immer noch wie Sau. Und was soll ich sagen? Ich fand dieses Buch ganz nett. Ich fand es jetzt nicht schlecht, ich fand es aber auch nicht überragend. Also es war so ein Buch, ja, ich habe es gelesen, war ganz nett. Werde mich irgendwann nicht mehr dran erinnern können an dieses Buch. Ich komme aber auch hier erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Erica und Black. Und Erica hat gerade ihren College-Abschluss gemacht und hat ein Start-up-Unternehmen gegründet und sucht dafür noch einen Investor. Und wie sollte es anders sein? Sie trifft auf Blake. Yeah, hey, Blake ist ein Arschloch und möchte nicht in ihre Firma investieren. Und Blake hat aber noch einen Kollegen in seiner Firma, der dann sich bereit erklärt, in Ericas Firma zu investieren, was sie sehr, sehr freut. Und ja, Blake verschwindet aber nicht einfach wieder aus Ericas Leben, sondern er taucht immer wieder auf. Und Erica weiß nicht so recht, was sie davon halten soll. Und als Blake sie dann um ein Date bittet, weiß sie es recht nicht mehr, was sie von ihm halten soll. Denn er war, wie gesagt, in diesem Meeting sehr, sehr unhöflich zu ihr und sehr, sehr unfreundlich. Und hat ihr klar zu verstehen gegeben, was er von ihr und ihrer Firma hält. Und ja, deswegen findet sie das jetzt alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und was dann mit Erica und Blake alles so passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ja, es geht nicht nur in diesem Buch um Erica und Blake, sondern noch um in vier weiteren. Vier weitere Bücher mit diesen Pärchen. Ernsthaft? What? Die Handlung war für mich einfach 0815. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist so ein typisches Ding, dass sie was Schlimmes in ihrer Vergangenheit erlebt hat, worüber sie erstmal hinwegkommen muss, was sie ihm dann natürlich anvertraut. Und er ist natürlich da und fängt sie auf und... Nein. Warum? Ich habe keinen Bock mehr auf solche Geschichten. Solche Geschichten brechen mich an. Ich will sowas nicht mehr lesen. Ich will sowas einfach nicht mehr lesen. Warum sind die Frauen in diesen Büchern immer alle so? Und warum sind die Kerle immer alle so? Es tut mir leid, ich reg mich jetzt gerade total darüber auf. Dabei war dieses Buch gar nicht so schlimm. Aber mich nervt es einfach, dass solche Bücher, die echt hier so 0815 Bücher sind, in den Himmel gehoben werden teilweise. Und andere Bücher, die wirklich gut sind, dadurch in der Versenkung verschwinden. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Naja, kommen wir auf jeden Fall mal weiter zu Hardwired. Also von der Handlung her war dieses Buch für mich 0815. Die Charaktere waren, naja, ganz nett. Es war sehr offensichtlich, in was für eine Richtung sich die Geschichte entwickelt. Es war klar, wie sich die Charaktere entwickeln. Es war klar, dass sich die Charaktere gegenseitig öffnen und über ihre Probleme sprechen und am Ende eine Lösung finden werden. Das war auch irgendwie alles schon von vornherein klar. Und ja, vom Setting her befinden wir uns hier in Amerika. Auch so ein typisch amerikanisches Bürosetting, sage ich mal. Da gab es eine Wohnung, da gab es einen Bürokomplex und dann sind die da immer hin und her gependelt. Und ja, sehr viel mehr anderes gab es dann auch nicht in diesem Buch. Und ja, der Schreibstil war ganz nett, der war okay. Man kam gut durch das Buch. Ich habe das sehr, sehr flüssig lesen können. Ich habe ehrlicherweise gesagt die letzten 100 Seiten nur noch quer gelesen, weil es mich einfach genervt hat, der ganze Schruz. Und ja, es war einfach eine 0815-Geschichte meiner Meinung nach und ich habe auch keine Bedürfnisse, diese Reihe irgendwie weiterzulesen. Und ich verstehe nicht, wie man aus so einer Geschichte noch vier weitere Bände machen kann. Das ist, also, es tut mir sehr, sehr leid. Alle Hardwired-Fans da draußen, nehmt es mir bitte nicht übel, aber für mich war die Geschichte einfach nicht gut. Ich habe halt zu viele andere gute Geschichten für mich jetzt gelesen, die andere vielleicht wieder schlecht finden, aber ja, nein, es war einfach nicht meine Geschichte und ich werde sie definitiv nicht weiterlesen und dieses Buch wird definitiv wieder ausziehen und mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Ich habe mich genug aufgeregt. Ja, lass mir das. Kommen wir zum zweiten Buch für dieses Video und zwar ist das dieses hier, Game Maker, Meister des Spiels. Das ist der zweite Teil der Game Maker-Reihe. Der dritte kommt jetzt Ende Mai. Oder er kam jetzt schon Ende Mai raus, also er ist inzwischen ja schon erschienen. In dieser Reihe geht es ja um die russische Mafia und speziell um die Brüder Sevestchen. Also die heißen alle mit Nachnamen Sevestchen. Im ersten ging es ja um
Alex oder Alex. Und der erste Teil war nicht so meins, der war mir zu BDSM, zu obszön, kann man teilweise auch sagen. Also es war einfach nicht mein Fall und ja, das war mir einfach zu viel im ersten Teil von allem. Also den fand ich nur so semi-gut und ich habe jetzt von meiner Arbeitskollegin den zweiten Teil bekommen und habe ihn jetzt gleich mitgelesen. Und auch hier muss ich sagen, dass mir der Sex ein bisschen zu viel war in dieser Geschichte, aber dass ich die Geschichte an und für sich sehr, sehr mochte. In diesem Teil geht es um Maxim Sebastian und es geht um Kat und Kat versucht sich als Prostituierte. Also sie ist eigentlich Putzfrau und seit 3 Jahren auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit und ja, hat quasi bei einer Edelprostituierten die Wohnung geputzt immer und die hat ihr immer vorgeschwärmt, wie toll das doch alles ist und wie leicht verdientes Geld das alles ist. Und ja, so probiert Kat sich jetzt auch mal in diesem Business aus und ihr erster Kunde ist kein anderer außer Maximilian Sebastian. Und sie ist ziemlich nervös und hat auch Angst so ein bisschen da davor und hat auch ziemlich viele Zweifel noch direkt, als sie quasi schon vor seiner Hoteltür steht, ob sie das wirklich durchziehen kann und sollte. Als sie Maximilian dann sieht, sind ihre Zweifel sehr, sehr schnell verschwunden, denn er sieht unglaublich gut aus, wie alle Männer unglaublich gut aussehen. Und ja, er ist ganz, ganz anders, als sie erwartet. Und so beginnt dann zwischen den beiden quasi eine Nacht, die bei beiden ihre Spuren hinterlässt. Und ja, die beiden treffen sich dann wieder und was dann alles noch so passiert und was Kats Vergangenheit damit noch zu tun hat, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ich muss aber sagen, dass mir die Handlung sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich fand, was die beiden so miteinander da veranstaltet haben, wie sich gegenseitig immer schön verarscht haben, auf gut Deutsch kann man das auch schon nennen, kann man das so nennen, also die haben sich gegenseitig nichts geschenkt, was das betrifft und das fand ich sehr, sehr gut. Also Maxim ist ja ein sehr, sehr dominanter Mann wieder und Kat ist aber nicht so das typische kleine graue Mäuschen, sondern sie ist eine Frau mit Feuer im Hintern und wehrt sich da dagegen auch und sagt, wenn ihr was nicht passt und provoziert ihn dann auch teilweise sehr. Sie hat Maxim da gut Paroli geboten und ja, die beiden haben sich dann gegenseitig nichts geschenkt und wie Kat ihn auch teilweise immer provoziert hat und versucht hat, aus der Reserve zu locken, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich mochte die Handlung vom zweiten Teil definitiv sehr. Wie gesagt, der Sex war mir ein bisschen zu viel auch wieder. Aber es sind halt Erotikromane, was will man da machen? Da gibt es halt sehr, sehr viel GV in diesen Geschichten. Aber das kann man ja überlesen und überblättern. Also ich lese mir dann jetzt auch nicht jede einzelne Stelle davon durch, wenn mir das zu viel wird. Also nein. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, die Handlung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zu den Charakteren kann ich auch nur sagen, dass ich Kat als Protagonistin in diesem Buch wirklich sehr, sehr mochte. Wie gesagt, sie hat Feuer im Hintern und sie sagt ihre Meinung und sie setzt sich dann auch durch und lässt sich da auch nicht alles von ihm gefallen. In manchen Hinsichten ist sie dann doch schon eine typische Frau und lässt sich von ihm verführen und bla bla, aber sie ist im Prinzip eine Frau, die sich zu wehren weiß und das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also Kat als Protagonistin in dieser Geschichte, I like. Was Maxim betrifft, fand ich seine Ansichten teilweise sehr, sehr merkwürdig und sehr, sehr komisch und man hat dann aber im Laufe der Geschichte hinter seine Maske blicken können und hat dann hinter die Fassade blicken können und dann wurde einem einiges auch klar, wieso, weshalb, warum er natürlich so ist und das fand ich gut, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also auch Maxim war vom Charakter her super, die Nebencharaktere haben mir auch alle sehr, sehr gut gefallen. Ich fand gerade die eine Freundin von der Protagonistin aus dem ersten Teil, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, fand ich ultra witzig. Vom Setting her befinden wir uns auch hier in Amerika, speziell befinden wir uns in Miami. Dieses Buch spielt zu einem großen Teil in einer Hotelsuite und man lernt nicht wirklich viel von Miami kennen, aber das Ganze drum und dran, ansonsten was vom Setting da noch mit einer Rolle spielt, wo die beiden dann verreisen und woanders hinfahren oder auch die Umgebung, wo Kat wohnt, finde ich sehr, sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, Cressy Cole hat das sehr, sehr toll beschrieben alles. Ich konnte mir die Orte sehr, sehr gut vorstellen. Ich konnte mir die Handlungsweisen und Interaktionen der Charaktere sehr, sehr gut vorstellen. Das fand ich im ersten Teil damals auch schon gut, wie sie das alles geschrieben hat und dargestellt hat. Das war das einzige Positive, was ich dem ersten Teil damals noch mit abgewinnen konnte. Und ja, also auch vom Setting her kann ich mich nicht beklagen. Hat mir wirklich gut gefallen. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, tolle Handlungen, tolle Charaktere, tolles Setting, toller Schreibstil. Ein bisschen zu viel Erotik für meinen Geschmack jetzt, aber ne, Geschmäcker sind verschieden. Aber ansonsten mochte ich den zweiten Teil wirklich sehr und wenn ihr Bock auf Erotik habt, dann solltet ihr euch Game Maker Meister des Spiels von Cressy Cole auf jeden Fall mit angucken.
Ich sehe ein bisschen kacke aus, aber lassen wir das. Es ist einfach nur warm und ich zerlaufe. Kommen wir zum dritten und letzten Buch für dieses Video. Und zwar habe ich noch ein E-Book gelesen. Und zwar dieses hier. Crushed, zersprungene Gefühle. Das ist der dritte Teil der Crushed-Reihe von... Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, wie die Autorin hieß. Die Autorin heißt Nashoda Rose. Und dieses Buch gab es beim Welttag des Buches kostenfrei auf der Lux-Seite zum Download. Und ich fand, das hat sich sehr, sehr interessant angehört. Deswegen habe ich es mir mal mit runtergeladen und dann natürlich auch gleich gelesen. Und dieses Buch war teilweise sehr heftig. Also was die Protagonistin in diesem Buch alles erlebt hat, war sehr, sehr krass. Also das habe ich schon ganz schön geschluckt teilweise. Und das war auch echt übel. Und ja, ich erzähle euch aber erstmal ganz kurz, worum es in diesem Buch geht. In dieser Geschichte, das ist wie gesagt der dritte Teil dieser Reihe, also es gehen schon zwei Teile vorweg, geht es im Prinzip auch um eine Rockband und zwar um Tyr Asunder. Und das eine Mitglied der Band hat eine Zwillingsschwester und diese heißt Heaven. Und Heaven ist nach einem jahrelangen Märtyrium endlich ihrer Gefangenschaft entkommen und versucht nunmehr ein normales Leben zu führen. Ihr Bruder lebt mit seiner Verlobten auf einer Pferderanch fernab von allem und dort verbringt auch Heaven ihre ersten Monate quasi in Freiheit, um irgendwie wieder zurück ins Leben zu finden und damit klarzukommen, aber sie merkt halt auch sehr, sehr schnell, dass die Vergangenheit sie nicht loslässt und dass da immer noch ganz schön viel im Argen ist bei ihr, aber sie versucht halt damit klarzukommen und das alles hinter sich zu lassen und bekommt dabei auch Hilfe. Und die Hilfe bekommt sie von keinem anderen als Crisis. Crisis ist auch Mitglied der Band Tyr Asunder und quasi der beste Freund ihres Zwillingsbruders. Und Crisis ist ein Frauenheld und Frauenschwarm und sie hätte nie gedacht, dass ausgerechnet er ihr zur Seite steht, um ihr quasi zurück ins Leben zu helfen. Und Heaven merkt dann halt sehr, sehr schnell, dass mit Crisis alles anders ist als mit jedem anderen Menschen. Und ob Crisis es schafft, Heaven zurück ins Leben zu holen und ob er es schafft, ihr dabei zu helfen, ihre ganz, ganz echt krasse Vergangenheit hinter sich zu lassen. Und ja, ob die beiden vielleicht auch eine Chance haben so für die Zukunft, das ist es, worum es in Crushed 3 zersprungene Gefühle geht. Was die Handlung betrifft, fand ich diese Geschichte einfach nur grandios. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, gerade aufgrund dessen, was Heaven da am Anfang passiert ist, ob man das irgendwie dann gerade biegen kann in der Geschichte, dass das dann halt auch alles noch glaubwürdig wird und ja, die Autorin hat es auf jeden Fall geschafft. Also man merkt, wie Heaven sich in dieser Geschichte entwickelt und man merkt halt, wie die anderen Charaktere drumherum sich entwickeln und ja, wie dieser Heilungsprozess bei ihr halt auch quasi so langsam vonstatten geht und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wie gesagt, von der Handlung her mochte ich das Buch total, da kann ich echt nicht meckern, es hat mir ultra gut gefallen. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass Heaven als unsere Protagonistin hier echt, also echt Krasses erlebt hat und also es ist so übel und so heftig teilweise einfach auch, was mit ihr passiert ist, dass man sich das gar nicht weiter vorstellen möchte. Und man leidet halt auf jeden Fall mit Heaven auch als Protagonistin, was ich sehr, sehr gut finde. Also wenn die Autoren es schaffen, dass man mit den Charakteren immer sehr fühlt und dass man auch wirklich emotional bei den Charakteren ist, dann finde ich, haben die Autoren immer alles richtig gemacht und das war in diesem Fall definitiv der Fall. Ich fand auch die anderen Charaktere, die Nebencharaktere, also Crisis und allgemein die Band und ihr Zwillingsbruder und die Verlobte von dem Zwillingsbruder, fand ich ganz, ganz toll. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich mochte das total. Also da war auch für mich alles rundum perfekt. Da gab es nichts zu meckern. Ansonsten vom Setting her befinden wir uns ja auch wieder in Amerika. Also irgendwie, ne, alles typisch amerikanisches Setting. Ich mochte die Beschreibungen in diesem Buch, ich konnte die Handlungsweisen der Charaktere gut verstehen, also die einzelnen Szenen, wie die aufgebaut worden sind, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte keine Probleme, mir das alles irgendwie vorzustellen, also ich hatte sehr, sehr gutes Kopfkino, denn auch der Schreibstil ist ganz, ganz toll gewesen. Also er war sehr gefühlvoll, er war einfühlsam, was man bei dieser Thematik auch auf jeden Fall braucht. Er war trotzdem auf eine gewisse Art noch locker, leicht und einfach zu lesen und zu verstehen und ja, fand ich ganz, ganz toll. Also die Autorin hat das alles super gemacht, super umgesetzt. Mein Fazit zu Crushed ist, dass das eine ganz, ganz tolle Geschichte ist, die von der ersten Seite an mich gefesselt hat, die in der Umsetzung absolut genial war und die einfach auch ganz, ganz tolle Charaktere geschaffen hat, mit denen ich persönlich total mitfühlen konnte und wo ich eine totale Empathie entwickelt habe. Und ja, wenn ich euch ein bisschen Lust auf dieses Buch gemacht habe, schaut es euch auf jeden Fall mit an. Es gibt dieses Buch leider nur als E-Book, also es gibt es leider nicht als richtiges Buch zu kaufen, sonst hätte ich es mir sicherlich auch noch als Buch geholt, aber gut, ja, ist halt E-Book only, also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich werde den ersten, zweiten und vierten Teil von dieser Reihe auch auf jeden Fall noch mitlesen und ja, kann euch dieses Buch, was das betrifft, auch wirklich nur empfehlen. Das waren drei meiner zuletzt gelesenen Bücher und ja, wenn ihr die Bücher kennt oder auch gelesen habt, schreibt mir immer eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.